I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Herzlich willkommen, schönen guten Abend bei CT Zockt at Home. Heute live aus meinem Wohnzimmer. Wir spielen heute PUBG Mobile. Das ist das erste Mal, dass wir einen Mobile-Spiel spielen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Entschuldigt die kleine Verspätung, ich musste noch den Stream hier umstellen. Das war wieder etwas komplizierter als gedacht. Ja, PUBG Mobile ist jetzt ein Jahr alt geworden. Ich habe es mir jetzt mal angeguckt, hauptsächlich wegen der Hintergrundmusik. Nein, gegenüber den Komponisten bzw. den Autor von dem Hintergrundlied, das gerade läuft, da lang gekommen. Ja, keine lange Vorrede. Ungefähr eine Stunde hatte ich mir gedacht, spiele ich jetzt einfach mal. Wie ihr seht, bin ich noch nicht so ganz ausgerüstet. Ich bin noch derzeit ohne Hose. Das liegt daran, dass ich mit dem Spiel noch nicht so ganz grün bin. Denn, ja, es stürzt immer noch wieder ab. Ich spiele also heute unter erschwerten Bedingungen quasi. Auf dem iPad ist nämlich PUBG Mobile nicht ganz stabil. Also zumindest nicht auf meinem. Ich weiß nicht, ob das für alle iPads gilt. Aber zumindest auf diesem stürzt es immer mal wieder ab. Mit dem Ergebnis, dass dann einfach das Bild einfriert. Mein Spieler im Spiel festfriert. Das passiert vornehmlich, wenn ich irgendwie mit Fahrzeugen unterwegs bin oder aber in Gefechte gerate. Mit anderen Worten, ich muss sehen, dass ich möglichst in dem Spiel ohne Gefechte auskomme und ohne Fahrzeuge. Schauen wir mal, ob es trotzdem klappt. Ich werde dann auch nachher nochmal versuchen, ein Fahrzeug zu besteigen. Ich habe das gerade neu installiert, vielleicht bringt es da etwas. Okay, dann keine weitere Vorrede, geht es gleich los im Singleplayer und auf geht's. Ich muss dazu sagen, ich bin kein nicht sonderlich erfahren mit Shootern. Den letzten Shooter, den ich gespielt habe, das war Wolfenstein 3D bzw. Doom, damals noch unter DOS. Seitdem bin ich dem Shooter-Genre ein bisschen abhanden gekommen und Battle Royale in der Form habe ich auch noch nicht gespielt. Ich bin also ein Neuling, habe noch nicht allzu viele Matches hinter mir und solange es so ist, dass das Spiel nicht so wirklich zuverlässig läuft, habe ich auch nicht vor, jetzt großartig Geld zu investieren in Kleidung oder andere Add-ons. Deswegen bin ich im Moment noch ein wenig nackt. Mal gucken, ob ich zufällig was finde hier in den Zellentrakten, weil hin und wieder liegt ja mal was. So, mal schauen. Dann könnten wir vielleicht sogar noch... Nee, hier liegt leider nichts. Ja, und in 4 Sekunden geht es auch schon los. Ah ja, die anderen mal ausschalten. Weil die wollen wir diesmal nicht hören, da wir auch alleine unterwegs sind. So, gucken wir mal, wo wir langfliegen. Aha. Da ich mich wahrscheinlich ohne Fahrzeuge fortbewegen muss, werde ich relativ früh abspringen müssen, damit ich dann noch zu Fuß die Endzone erreiche. Schauen wir mal. Und los geht's. Wir haben ein bisschen Trauerbalken rechts und links im Bild. Das liegt daran, dass das iPad nicht in Full HD streamt, sondern etwas mehr mit dem Retina Display. Das Bild ist also nicht im Format 16:9, was ja die meisten Videos heute sind, sondern das Bild ist so ein bisschen mehr 4:3. Und um das entsprechend zu skalieren, war es nötig, da die Trauerbalken rechts und links zu haben. Deswegen habe ich mich selber dann auch einfach ein bisschen weiter auf der rechten, auf der linken Seite eingeblendet. So, schauen wir mal. Dass wir dann gleich mal ein bisschen was finden. Wunderbar, gleich die erste Waffe. Und die ersten... Die erste Munition. Halt, wir wollten nicht aktivieren.
Mal schauen, was es hier noch so zu looten gibt. Halt, was war das? Jawohl, ja, Shotgun, die nehmen wir mit. Das ist meine Lieblingskombination, was die Waffen angeht. Eine Kaliber 12 Flinte plus, und das brauchen wir nicht, das können wir zumachen. Eine Kaliber 12 Flinte und ein Schnellfeuergewehr bzw. Sturmgewehr im Kaliber 7,62 NATO. Das ist so das, was ich am allerliebsten verwende. In der Kombination, und dazu vielleicht noch eine 45er Pistole. So, waren wir hier schon? Ah, hier waren wir noch nicht. So, mal gucken, ob wir noch ein paar Handgranaten oder sowas finden. Die sind auch immer mal ganz praktisch. Auch nicht. Relativ wenige Loot, so wie es aussieht. Dann auf die nächste. Mal gucken, ob wir irgendwo schon jemanden sehen. Nee, aktuell niemanden. Na gut. Dann können wir noch ein bisschen weiter looten. Energy Drink auch immer sehr willkommen. Tür zu. Jawohl, ja. Nein, wir hätten gern die 45er. Achso, habe ich schon. Und eine Granate, sehr gut. Und da haben wir die Shotgun, sehr schön. Das war die zweite Waffe, die ich brauche. Leider noch eine Kippflinte, insofern. Red Zone, mal gucken, wo die ist. Na okay, die ist zum Glück weit genug weg von mir, aber ich sehe auch schon, die Zone ist relativ weit weg von mir. Ich werde also jetzt gleich das Haus verlassen müssen und ein bisschen mich der Spielzone nähern müssen. Weil ansonsten kriege ich nachher Probleme. Fangen wir mal die Waffe ein. Schön ist, während des Laufs kann man dann schön noch auf der Karte gucken, beziehungsweise... Ja, alles prima. Optimale Bewaffnung. Kann man gleich noch ein bisschen gucken. Ja, da ich leider auf Fahrzeuge verzichten muss, damit wir hier nicht ständig Abstürze haben und Neustarts, werde ich dann mal viel laufen müssen. Wird also so ein bisschen vom Shoot-and-Loot-Spiel so zum Jump-and-Run oder so. Das haben die Programmierer wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ah ja, da vorne ist ein Hochsitz. Da müssen wir mal aufpassen, ob da vielleicht jemand ist. Niemand zu sehen. Gut, dann weiter. Ah ja, hier komme ich zu einem Militärgelände. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendjemand hier abgesprungen ist. Mal gucken. Ja, das würde ich am besten umgehen. Ah, ein Fahrzeug. Wäre schön, wenn wir was benutzen könnten. Aber das will ich jetzt leider noch lieber noch nicht versuchen. Mal gucken. Das heißt, wir nehmen nur die Flinte. Und da hören wir auch schon jemanden. Wohl doch nicht.
Keiner da. Bevor da jemand noch trifft. Also da ist in jedem Fall ein Gefecht, aber ich scheine nicht im Fokus zu stehen. Und der nächste Baum ist unser Freund. Nebel ist natürlich äußerst unpraktisch. Ja, eingeschränkte Sicht. Dann laufen wir doch erstmal weiter. Nicht zu sehen. Okay, nicht zu wollen. Mal ein bisschen korrigieren die Richtung. Wir nähern uns der Zone. Wie vermutlich etliche andere auch. Das heißt, es ist mit Feindkontakt zu rechnen. Und da oben ist auch schon wieder ein Haus. Und da ist eine schöne Sniperstellung. Und da hinten uns kommt auch schon die Zone. Ja, dann wollen wir mal. Mit Hochgeschwindigkeit verschwinden. Ich steuere das per Touch. Das ist auf der einen Seite der Joystick, der links eingeblendet ist unter jetzt Sprinting, der ist jetzt auf Sprint gelockt. Außerdem auf der rechten Seite des Bildschirms, in der rechten Hälfte des Bildschirms, also oberhalb der Symbole für Springen und so weiter. Ah ja, und da war es schon. Und schon krieg ich Schaden.
Also reine Touch-Bedienung mit zwei beziehungsweise mehr Fingern. Wenn ich dann schieße und ziele, kann das durchaus sein, dass ich dann auch mal mehr Finger brauche. Ich habe mir die Oberfläche angepasst. Das kann man weitgehend tun. Man hat verschiedene Voreinstellungen. Das kann ich nachher gerne nochmal zeigen, wenn das interessiert. So, und jetzt haben wir dann auch schon die Zone wieder verlassen und suchen uns mal eine kleine Deckung. Und ducken. Weil vermutlich werden jetzt noch ein paar Nachzügler gleich kommen. Ah ja, da oben haben wir ein Haus. Wir können uns hier aber nicht allzu lange aufhalten, weil die Zone wird sich in Kürze schon wieder verringern. Also nicht mal 3 Minuten. Ja, danke. Wo schießt er? Ich sehe ihn leider nicht. Okay, da war schon ein bisschen arg nah dran. Dann gehen wir mal kurz looten. Gucken, was wir sonst noch brauchen. Nee, das ist alles, was wir gebrauchen konnten. Ja, dann geht's auch schon weiter, weil die Zone wird nicht mehr allzu lange halten. 1:30 noch. Dann wird mich die Zone wieder überrennen. Bei der Gelegenheit kann ich dann erstmal ein Herzkit anlegen. Das gibt auch Zusatzpunkte, wenn man das macht. Genau, von hinter mir. Ja, das ist eine gute Information. Muss mal gucken. Ja, das war jetzt ein DSL-Reset. Das ist eine weitere Schwierigkeit, die ich hier zu meistern habe. Nämlich, dass ich noch eine etwas wackelige DSL-Verbindung habe. Die hat HTTP noch nicht richtig hinbekommen. Aber ich sehe, wir müssten wieder zurück sein. Jedenfalls zeigt mir Twitch gerade an, dass wir live sind. Genau, die Technik ist es wie immer, die uns stoppt. Ich bin jetzt aus dem Battle rausgeflogen, was natürlich schön ist. Zumal ich eigentlich... Nein, Game Center bitte. Zumal ich natürlich gerne weitergespielt hätte. Aber ja, so ist das. Mal gucken, ob das Match noch läuft. Aber ich fürchte, nein, ich bin tatsächlich rausgeflogen und kann nicht wieder joinen. So viel dazu. Dann kann ich ja mal ganz kurz, wo wir gerade hier sind, zeigen, wie das mit den Einstellungen ist, mit den Controls. Die kann man frei anpassen. Das sind die ganzen Elemente, die man jetzt sieht. Ich schalte nochmal auf die andere Ansicht um. So. Das sind die ganzen Controls, die ich habe, die es in dem Spiel gibt. Und die kann man dann frei bewegen, wenn man das möchte. Dahin, wo man will, also so ein bisschen aus dem Weg. Weil es ist nicht sonderlich gut, wenn man dann zum Beispiel den Abzugsknopf dahin verlegt oder hierhin und man kommt dann drüber mit dem Finger beim Laufen, dann löst sich jedes Mal ein Schuss, verrät den einen selbst und zum anderen kostet es unnötig Munition. Ja, habe ich mir so ein bisschen hingefiest, so ungefähr wie ich mir das vorgestellt habe. Ist bestimmt noch nicht perfekt. Save bitte. Und damit kann man sich das dann selber einstellen. Ja, dann mache ich mal einfach ein neues Match. Und dann versuchen wir es einfach nochmal. Try again, fail better. So, da sind wir auch schon wieder in der Assembly Zone.
Ich habe noch nicht so wirklich raus, wofür die gut ist, weil außer, dass ich hier irgendwie mal ein paar Hosen gefunden habe für ein Match, habe ich irgendwie noch gar nichts von dieser Assembly Zone gehabt, außer, dass ich irgendwie rumrennen kann. Ja. Keine Ahnung. Kann mir vielleicht ja jemand erklären, der sich mit PUBG, auch wenn es nicht Mobile ist, auskennt, was das mit dieser Assembly Zone soll. Außer, dass man vielleicht unterhalb der Teamkameraden dann ein bisschen was an Material austauschen kann. Das habe ich ja auch schon gesehen, dass das passiert, dass die Leute dann Waffen oder Ausrüstung übergeben von Leuten, die irgendwie weiter sind im Spiel. So, aber nee, nix. Okay, und wir sind auch schon wieder quasi gleich im Flugzeug. Da ist leider nichts zu holen für mich. So, schauen wir gleich mal auf die Karte. Okay, wir fliegen diesmal von West nach Ost. Das heißt, wir können relativ spät aussteigen. Über der Stadt steige ich nicht aus. Da gibt es zwar eine Menge Loot, aber da gibt es dann auch eine Menge Leute, die aussteigen. Und dementsprechend gibt es dann da auch eine ganze Menge Tod. Insofern bleibe ich da einfach mal. Ja, da fangen schon die ersten an. Und fliegen raus. Das wird jetzt sehr schnell weniger werden, weil die Leute eben dann schon mal looten und sich vorbereiten. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man dann schon mit einigen in der Luft ist. Ja, mal gucken, wo ich rausspringe. Ich denke mal, ich werde noch ein bisschen warten. Noch einen kleinen Moment. So. Genau, ich glaube, hier will ich raus. Und visiere das dort an. Wenn wir dann gleich am Fallschirm sind, gucken wir mal rum, wie viele Leute mit mir abgesprungen sind. Gut, ich sehe jetzt gerade keinen. Ja, dann mal los. So, oh, das ist aber eine große Garage. So, was haben wir da noch? First Aid Kit. 45 nehmen wir mit. So, was haben wir hier? Eine Weste. Und was haben wir hier noch? Nichts mehr. Dann erster Stock. Halt. Uzi haben wir auch schon. Warten, ob der zu uns kommt oder ob der nur draußen rumläuft. Gut, das war mein erster Tapfer. Mal gucken, was der Schönes alles dabei hat. Ja, das können wir gebrauchen. Hosen können wir gebrauchen, haben wir nämlich keine. Schuhe nehmen wir mit. Eine Maske haben wir noch. Halt, die wollte ich mitnehmen. So, sieht doch gut aus. So, mal gucken, ob wir irgendwen sehen. Sieht im Moment nicht so aus.
schauen wir mal, wo die Red Zone ist. Schön weit weg von uns, das ist gut. Wir sind ziemlich im Zentrum, das heißt, wir werden nicht allzu weit laufen müssen diesmal. Und wo ist da wer? Schön ist, so kann man in der Deckung hocken und trotzdem rausgucken. Da ist ein Fahrzeug. Noch ein Fahrzeug, also wir könnten schnell weg, wenn wir wollten. Aber wohin? Ja, durch die Grafikfehler kann man auch im Prinzip an der Seite aus dem Haus rausschauen, ohne dass man selber aus der Deckung muss. Aber erstaunlich wenig los dafür. Na gut. Mal gucken, da waren gerade Schüsse zu hören. Na gut. Schauen wir mal in die Nachbarhäuser. Waffe wechseln. Okay. Loot haben wir soweit. Gucken wir nochmal unten. Zu mit der Tür. Wo ist der wer? Warten wir, bis die beiden das unter sich ausgefochten haben. Ah ja, da ist der eine. Und da geht der andere jetzt gleich hin, um zu looten. Raus da. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Schade, war schneller als ich. Okay, Nummer 53. Es wird gespielt auf einem iPad Air von 2018. Also kein halbes Jahr altes Ding. Ja, das war jetzt nicht so gut wie gedacht. Ja, wir haben auch ganz lausige Statistiken. Ja, iPad Air 2018 mit 128 GB Flash. Ah, die große Version. Ja. Ja, nicht gut. Das war ein relativ frühes Ende schon wieder. Hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser schießen üben müssen. Schießen üben kann man übrigens hier. Das ist dann die Range. Die Shooting Range. Wo es alles gibt, was es gibt.
hinten aufgereiht, schön säuberlich die ganzen Waffen. Da können wir uns gleich mal mit der 12 Gorge versorgen. Nein, wir hätten gerne die. Und wir hätten gerne auch die Ammo dafür. So. Und wir hätten gerne die Magnum und die Munition dafür. Wir nehmen noch ein bisschen mehr Munition mit. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr Unfug anstellen. Wir hätten gerne nochmal 12 Gorge. Und da hinten nochmal die Magnum. Ja, dann kann ich mal ausprobieren, ob ich Auto fahren kann. Oder ob das schon wieder irgendwelche Fehler ergibt. Ah, wir haben einen Mitfahrer. Na dann. Mal gucken, ob der mit uns fährt. Okay, geht erstaunlich gut. Normalerweise komme ich nicht so weit. Bisher habe ich eigentlich immer damit zugebracht, dass ich ein paar Meter gefahren bin und dann als nächstes war es aus. Ja, also okay. Fahrzeuge scheinen jetzt gerade zu funktionieren. Gegeneinander kann man übrigens nicht schießen in dieser Version des Spiels. Aber man kann zum Beispiel Fahrzeuge zerstören. Indem man sie zum Beispiel abschießt oder sowas. Das mache ich auch sehr gerne, dass ich dann Leute, die sich Fahrzeuge schnappen, mal eben um das Fahrzeug erleichtere, indem ich ihnen den Motor unter den Hintern wegschieße. Das ist immer sehr nett. Und sowas gibt natürlich auch normalerweise Damage. Wenn man dann... Ja. Okay, also scheint zu funktionieren mit dem Fahrzeug. Wir nehmen mal die andere. Abgehauen. Ja gut. Da ist der. Ja. Wir gehen wieder raus und spielen ein normales Match. Gut, nächstes Match. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir diesmal etwas weiter. Genau, mich hält nur die Technik auf. Also, das war bestimmt auch ein Problem mit dem iPad, dass ich den Gegner nicht bemerkt habe, der direkt hinter mir war und mich dann soeben erschossen hat. Das lag bestimmt an dem Server oder an dem iPad. Also ich bin es garantiert nicht schuld. Ich bin ein erfahrener Shooter. Wie gesagt, Wolfenstein 3D bis zum Endgegner. An mir kann es nicht liegen. Na, laufen wir mal ein bisschen woanders rum. Hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Gibt's hier was? 7 Sekunden. Wenn da was liegen würde, könnten wir es noch mitnehmen, aber ich fürchte, hier ist schon wieder nichts drin. Okay, ab ins Flugzeug, schauen wir mal. Halt, das. Genau, ganz offensichtlich treffen wir viel mehr, genau. So, und irgendwie muss ich mal schaffen, dass ich... Huch! Jetzt habe ich gerade meinen Chat verloren. Ich muss aber sehr bald abspringen. Das sollte ich auch gleich tun. Jawohl, ja. Und raus hier. Weil ich würde gerne zu dieser Siedlung... Ah, das ist gar keine Siedlung, das ist irgendeine militärische oder Industrieanlage, so wie es aussieht. So, wer ist denn mitgekommen? Sehr akut niemanden. Ja, dann gleich mal wieder
zum Looten. Was haben wir hier noch Schönes? Mitnehmen. Und hoch. Hier oben gibt es dann oft auch noch was. Jawohl, ja. Das sieht doch gut aus. Wenn auch nicht ganz die Waffe, die ich präferiere. Die wird dann später noch getauscht. Ein Kontrollraum. So, was haben wir denn da Schönes? Und ein Scope, das sieht doch super aus. Brauchen wir nicht. Wir haben uns auf die 45er Kaliber verlegt, da ist nichts drin. Tür zu. Okay, hier geht's nicht weiter. Oder nur noch einen Sprung. Mal gucken. Nee, da geht's wohl nicht weiter. Okay, dann müssen wir wieder runter. Hier war jemand. Dann sollten wir mal eben wechseln. Ob wir irgendwen sehen. Schüsse waren zu hören aus der Richtung, aber sehen konnte ich nichts. Da brauchen wir nicht rein. Na, wo bist du? Da bist du, das ist doch prima. Das ist schön, dass ich schon erschießen kann. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und gucken, ob eventuell irgendwelche Leute in der Nähe sind. Noch nicht. Dann gucken wir mal mit Looten. Was haben wir da? Hose ist nicht schlecht, Schuhe sind nicht schlecht, mehr brauchen wir nicht. Okay. Da war aber noch ein zweiter. Painkillers, das ist immer gut. Und Granaten. Granaten finde ich geil. Die sind gut. Damit habe ich meinen ersten Sieg eingefahren mit einer Granate, indem ich dann den vorletzten gemeuchelt habe mit einer Granate. Der hat sich nämlich, da habe ich mich aus dem Hochsatz im Zentrum versteckt. Und da hat dann mein Gegner, der letzte Gegner, der vorletzte Gegner hat dann Schutz gesucht. Uah, Hilfe, da schießt einer auf mich. So, erstmal gucken, dass wir. Ah, da ist er. Schade. Mit einer einfachen Pistole, nur gut gezielt. Heieieiei. So, Zombie-Survival-Brettspiele diskutiert drüber, okay? Ja. Wieder nicht sonderlich erfolgreich. Ich kann es eben nicht wirklich. Tut mir leid. Wann kommt wohl PUBG das Brettspiel? Ja, das ist eine gute Frage.
werden sie wahrscheinlich auch noch rausbringen. Nachdem erst PUBG und dann PUBG Mobile und dann PUBG das Brettspiel, das ist doch auch mal was. So. Gut, dann machen wir gleich unmittelbar weiter mit dem nächsten Match. Vermutlich das letzte. Wenn ich ein bisschen mehr Glück habe und etwas länger überlebe. Ja, wir laufen mal jetzt woanders lang. Da gibt es, glaube ich, irgend so einen Tunnel. Aber leider nichts für mich zum Looten. Auch nicht. Hey, was soll das? So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ah, wir fliegen einmal diagonal drüber. Shooting Range haben wir da. Da wollen wir nicht raus. Wir gehen mal bei den Ruinen raus. So, 89 sind noch da. Klar, über der Shooting Range ist klar. Da gehen wir natürlich gerne raus. So, dann werden wir auch gleich mal, wenn wir da bei den Ruinen sind, aussteigen. Ah, das war ein bisschen früh. So, und los geht's. Okay, ein Graben. Ja dann, zum ersten Haus. Na, das sieht doch schon gut aus. Schon die ersten Schiffe. So. DB28, was haben wir denn Schönes? Genau. Was haben wir hier für einen? Ja. Gut. Sehr schön. Das war ein wenig Soda. Ja, und hier oben haben wir eine Plattform, so wie es aussieht. Ja, haben wir ziemlich einen Überblick, aber sind wir natürlich auch ziemlich exponiert. Genau, nehmen wir das Soda noch mit und verschwinden wir wieder. Da unten ist er. Jawohl, ja. Und der erste Tote. Guck
Gucken wir mal, ob der zweite gleich hinterherkommt. Weil der hat jetzt gesehen, dass es da Loot gibt. Ob das irgendwen aus der Reserve lockt. Weil dann könnten wir gleich noch einen zweiten kriegen. Denn da hat er schließlich auf irgendwen geschossen. Oder der andere ist zu vorsichtig dafür. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal, wo die Area ist. Ja, da sind wir im Moment noch nicht von getroffen. Prima. Ja, aber es sieht nicht so aus, als ob sich jemand für den Loot interessiert. Schade drum. Runter mit dir. So, nächstes Haus. Wir sollten mal umschalten für den Nahkampf. Oh, wir sind in einer Red Zone, das ist nicht gut. Da müssen wir jederzeit mit rechnen, dass wir von Granaten getroffen werden. Also sollten wir die Red Zone mal eben verlassen. Gut, dann können wir eh nach dem Loot suchen, den wir eben hatten. Der müsste hier oben irgendwo sein. Da haben wir, glaube ich, jemanden, der jawohl, ja, und gesnipert. Waffenwechsel und im Krieggang. Können wir noch eine Hose mitnehmen, ein paar Schuhe mitnehmen und das war's dann auch schon. So, mal kurz gucken, wo wir den anderen gesnipert hatten. Wir sind schon wieder in der Red Zone, nicht gut. Gehen wir mal zu, dass wir die ein bisschen verlassen. Weil Red Zone ist schnell sehr ungesund. Ja, die zweite Lootbox finde ich leider nicht. So weit war der dann aber auch nicht weg. Müsste irgendwie hier zwischen liegen. Sind irgendwie noch zu weit drüben. Müsste weiter unten gewesen sein. Okay. Ich find's nicht. Wie auch immer, die Red Zone ist vorbei. Dann können wir zurückkehren. Mal gucken, ob die Luft dran ist. Sieht so aus. Und da oben die Transall oder was auch immer das sein soll. Das ist eine 12 Gorge, die wollen wir haben.
9 mm brauchen wir nicht. Das ist überflüssig. Komisches Haus, viele Türen, nichts drin. Ein paar Granaten wären noch nett. Aber nicht die Rauchgranaten, sondern die richtigen Sprenggranaten. Ah, wunderbar. Noch eine Soda. Die ist ganz brauchbar, wenn man mal außerhalb der Gamezone ist. Weil die schützt einen vor Schaden. Sehr schön. Ich habe noch ein bisschen wenig Munition für die Flinte, finde ich. Aber schauen wir mal. Na komm schon. Hoch mit dir. Mhm. Tauschen wir mal die Waffe aus. Sehr schön. Das ist eine Pumpgun. Pumpgun ist immer gut. Jawohl, ja. Hätten wir gerne. Perfekt. So wollten wir das. Da war die... Nee, alles gut. So, da ist wieder der Balkon. Den brauchen wir nicht. Runter. Wir haben, was wir brauchen. So, mal gucken, ob hier irgendwer rumläuft. Sieht nicht so aus. Wieder so ein Haus mit riesiger Garage. Smoke Grenades. 45er. Ja, die nehmen wir mal noch mit. Ah, ein Scope, sehr schön. Ein Zielfernrohr. Und ein Health Pack, das ist doch geil. Können wir gut gebrauchen. Jawohl, ja, für Shotgun brauchen wir dringend. Nein, das wollten wir jetzt nicht. Das ist das Problem, wenn man dann die Symbole sich auf dem Bildschirm verteilt und dann beim über den Bildschirm wischen. Eins von den Symbolen erwischt. Falsch. So, mal gucken. Auf dem Dach, ob wir irgendwen sehen. Da haben wir doch gerade wen gehört. Wo kam der her? Energy-Drink nehmen wir nochmal mit. Gerade war da noch wer, aber wo? Oh, wir sind wieder in der Red Zone. Oder nahe dran. Und wir müssen uns auch langsam auf den Weg in die Playzone machen. Höhere Schritte, aber ich sehe leider niemanden, der sich bewegt.
Eventuell auch im Haus. Ja, schade. Schöner Aussichtspunkt, aber leider niemand zu sehen. Dann werde ich doch wieder in das Haus runter müssen. Vermutlich eine Etage tiefer. Was haben wir dann? Energy Boost. Ein paar Schuhe können wir noch gebrauchen und das war's auch schon. So, wir müssen gehen, weil wir kommen sonst gleich in die Zone. Mal kurz umgucken, ob es hier irgendwen gibt. Wenn es uns Leder will, sieht aber nicht so aus. Obwohl, wir sind jetzt schon noch sicher. Weil wir sind im Inneren des Kreises. Ja, okay, wir sind aktuell noch sicher. Gut. Niemand bewegt sich. Das bekannte Mikado. Da wollen wir uns mal bewegen. Und mal gucken, ob wir vielleicht noch ein Fahrzeug finden. Ah ja, und da haben wir den. Mhm, alles klar. Du bist gesichtet. Ja, nehmen wir gleich mal ein Health Pack zu uns. AKM, das ist uns lieber. Bandages können wir gebrauchen. Leider keine Granaten. Okay, egal. Unser nächster Kill. Oh, wir haben schon 4 Kills. Wahnsinn. Genau, wie ich abräume. Ich bin ganz der Schüler von Liane. Immer looten, immer looten. Man kann nie genug Zeug haben. Wobei ich aktuell noch nicht verstehe, wieso Leon immer Probleme mit ihren Rucksäcken hat. Mein Rucksack ist, wie man sieht, nur so ungefähr 3/4 voll. Ah ja, und da verkleinert sich auch schon die Spielzone. Und ich muss noch ein bisschen laufen. Na dann. Wollen wir mal. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Fahrzeug in der Nähe der Straße. Ah, da haben wir doch eins. Na komm. Drüber. Okay, das ist kaputt. Nee, Holographic Set brauchen wir nicht. Was haben wir eigentlich für? Haben wir schon. Jawohl, ein 8-fach-Scope. Das ist doch mal praktisch. Dann brauchen wir mal ganz kurz Zeit fürs Inventar. Weil das 8-fach-Scope wollen wir natürlich hier drauf montieren. Oh, das geht nicht zu montieren. Okay. Immer noch das Holographic. Was haben wir da? Da haben wir nichts drauf. So, wir sollten nochmal eine Bandage anbringen oder zwei.
bevor wir dann noch Gesundheitsprobleme kriegen. Gut, und weiter geht's. Ja, da hinten steht noch ein Fahrzeug, so wie es aussieht. Vielleicht ist das ja benutzbar. Verrecken nach 2 Minuten und das Tablet kaputt machen. Du weißt nicht, wie viel ich vorher hatte. So, das sieht doch benutzbar aus. Wunderbar. Dann gucken wir mal, ob wir das hier auch fahren können oder ob wir wieder Probleme kriegen. Sieht gut aus. Mensch, ich kann Auto fahren. Nein, also es funktioniert mit Autofahren. Spur halten. Wo ist mein Spurhalteassistent? Oh, noch ein Auto. Uah. Damit können wir natürlich jetzt dann bis in die Zone fahren. Gucken wir mal kurz. Jawohl, ja, das sieht gut aus. Wir folgen einfach der Straße. Und dann sind wir auch schon fast in der Endzone, weil es sind ja auch nur noch 16 Leute, die am Überleben sind, die überlebt haben. Und da haben wir einen Buggy, auch nicht schlecht. Ui, jeder hakt. Es könnte sein, dass es gleich abstürzt und ich dann doch nochmal neu starten muss. So, rasende Mirko. Und wir sind schon... Aha, da ist ein Motorrad. Und wir sind schon in der Nähe der Endzone. Gut, anhalten, raus hier. Und in Deckung bitte. So, mal gucken. Sind wir sicher? Ja, da sind wir sicher soweit. Wir sind noch nicht wirklich in der Mitte der Endzone. Dann müssen wir noch ein bisschen zu weiterfahren. Na gut, dann tun wir das doch mal. Aber es sind nur noch 12 am Leben, das heißt, wir nähern uns den Top 10 mit nur 4 Kills und einem überragenden Loot-Verhalten. So. Genau, schön Speed beibehalten, weil das macht es schwieriger, natürlich den Wagen auf der Straße zu halten, aber es macht auch schwieriger für Angreifer, die wir gerade hören. Und abzuknallen. So, dann halten wir mal wieder an. Handbremse bitte. Und raus hier. Und hinter das Auto verstecken. Runter bitte. Falsche Waffe. So, warum konnte ich jetzt nochmal das Side nicht benutzen? Cannot equip? Warum nicht? Wo sind wir eigentlich? Wir sind ziemlich in der Mitte der Endzone. Das heißt, hier in der Nähe wird es gleich rund gehen. Mal gucken. Ja, das ist schon gar nicht verkehrt. Allerdings bräuchten wir etwas Besseres als Deckung. Mal gucken. Nee, das ist schon ganz gut. Ja. Mal gucken, ob wir irgendwen sehen. Gehört haben wir ihn. Ah, da ist direkt der Supply in der Nähe. Da kommen sie dann wahrscheinlich gleich aus ihren Löchern gekrochen. Um sich nochmal den Supply zu holen. Den ersten Supply zu holen. Ja, da ist auch schon der erste.
So, damit sind es noch 4. Nein, 5 noch. Die scheinen die Ecke hier zu meiden. Macht nichts. Dann machen wir noch mal was anderes. Dann gucken wir noch mal, wo die Leute sind. Und fahren einfach runter. Ah, da haben wir doch schon wen. Und dann verstecken wir uns doch mal kurz hinter dem Supply und dem Auto. Ah, jetzt hat er mich gesnipert. Das war der mit dem Gilly. Naja, immerhin Nummer 3. Ja. So viel dazu. Immer noch nicht gewonnen, aber immerhin besser. So ist das. Ja. Immerhin Nummer 3. Gucken wir mal die Auswertung an. Ja. Wir haben noch ein bisschen Defizite. Im Bereich hier. Ich habe zu wenig Pflaster geklebt. Im Bereich Damage. Ich habe ein bisschen wenig geschossen. Ein bisschen wenig kaputt gemacht. Aber ansonsten hat das eigentlich ganz gut geklappt. Gut. Okay. Dreimal gestorben. Leider dreimal nicht als Letzter da gewesen. Aber immerhin einmal etwas länger gespielt und kann sogar ein Fahrzeug benutzen. Das wäre ja cool, weil das würde bedeuten, dass ich tatsächlich PUBG Mobile auch ein bisschen auf Dauer länger spielen kann. Und dass es jetzt sich dann vielleicht auch lohnt, mal ein paar Sachen zu kaufen oder so. Wenn ich die nicht automatisch kriege. Weil Abstürze gab es ja keine, bin ja jetzt exzessiv Auto gefahren. Und das heißt, das wird in Zukunft hoffentlich auch so bleiben. Ja. Okay. Ich glaube, es ist 10:15. Ich habe ein bisschen überzogen nach hinten raus, aber das wird die wenigsten stören, vermute ich. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr uns mögt, abonniert uns. Oder folgt uns. Oder gibt uns ein paar Bits, wir nehmen sie alle. Wie war das? 8 Bits in ein Byte und wir haben viel zu wenige davon. Wir haben auch einen YouTube-Channel, auf dem wir immer mal wieder spielen und auf dem wir auch dann unsere Spiele von Twitch hochladen. Heißt überall CT Zockt. Wir haben noch keine Short-Uhr für YouTube. Da müsst ihr eventuell dann mal über die Suche gehen, kommt in Kürze. Ja, ich danke euch fürs Zugucken. Vielen Dank an den Chat. Ja, das war's schon, Makai. Eine Stunde hatte ich angekündigt, habe jetzt ein bisschen überzogen. Tut mir leid, dass der Ausfall zwischendrin drin war. Das wird demnächst behoben. Ich erwarte den Techniker von HTP, dass der hier vorbeikommt und die DSL-Dose mal durchmisst und dann hoffentlich diese Verbindungsabbrüche beseitigt, weil ansonsten den Tag über flutscht eigentlich ganz gut. Aber so 1-2 Verbindungsabbrüche am Tag, wo er dann auch ein neues DSL-Training macht, sind dann leider erforderlich. Ja, oh, ich habe auch gleich noch ein paar Achievements. Ja, gut, die ignoriere ich jetzt erstmal. Ich danke euch fürs Zugucken. War schön, dass ihr da gewesen seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns. Wenn auch meistens nicht direkt vor der Kamera, sondern hinter der Kamera, weil das ist ja meine Position normalerweise. Bis zum nächsten Stream. Schönen Abend. Tschüss.